Wir bewegen uns zurück in das Jahr 2017. Das war der erste Shot. Wir sagen das im Fachbereich immer so, Shot. Ja, das war so der erste Shot, von wo wir live sozusagen im Universum zu sehen waren. Also wir hatten einen Livestream, das, was Virusmusik mit dem offenen Kanal auf der Radio X-Bühne immer macht, beim Museumsuferfest. Das haben wir mit Newcomer TV zum ersten Mal im Oktober 2017 gemacht und haben da 4 Bands hochgeschossen ins digitale Universum. Und eine davon möchten wir euch heute vorstellen, nämlich Firstborn Unicorn, ein Trio aus Frankfurt, wirklich super smarte Jungs, die sich im weitesten Sinne des Groove Rocks verschrieben haben und von sich selbst behaupten, die nächste Generation des Titan Riffings zu sein. Und wir haben das Konzert aufgenommen und natürlich auch ein kleines Gespräch mit den Jungs geführt. Deswegen jetzt für euch viel Spaß hier auf den offenen Kanal mit Firstborn Unicorn. Time to put your hands in the air. Come on, people. Look into your eyes. I hear the whistle blow. Gonna give everything I got. All in one shot. You know what day it is. It is game day. So come on. 1, 2, 3, 4! Showdown, fast break, full blown, big play, destruction. No matter how, I would take you down. Game day, showdown, fast break, full blown, big play, destruction. Don't try to stop me now. You can hold me down. Don't try to stop me now. You can hold me down. Dankeschön. Erik, du bist sozusagen die Galionsfigur dieser Band, also das heißt der Gründungsvater, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Bedeutet das für dich, dass du eigentlich 24 Stunden am Tag Firstborn Unicorn bist oder hast du noch einen Job? Ernährst du auch eine Familie, hast du eine süße Frau, 3 wartende Kinder zu Hause? Wie sieht dein Privatleben aus, also neben der Band? Ja, eigentlich habe ich kein Privatleben neben der Band. Also ich habe einen Job, ja, normal 40-Stunden-Woche oder 39, aber Freizeit ist halt einfach, also ich habe mir gedacht, ich will so lange Musik machen, bis ich keinen Bock mehr drauf habe, und bis jetzt die anderen beiden genauso, und wir haben halt noch Bock, und deswegen. Wie planst du denn diese Band? Also das heißt, du sitzt jeden Tag, weil ich kenne Leute, die sagen, Disziplin ist total wichtig, ich sitze jeden Tag mindestens 4 Stunden am Telefon, ich mache meine E-Mails und so und alles im Sinne der Band. Also das heißt, man hat einen strategischen Plan, gibt dir eine Laufzeit von 2 Jahren und dann muss er funktionieren oder es ist over. Ist das bei euch ähnlich oder bei dir ähnlich, wie du diese Band planst? Also ich plan die nicht alleine, wir treffen uns da immer zusammen. Das fällt uns auch nicht so leicht, weil eigentlich wollen wir Musik machen, aber leider gehört das dazu. Wer Auftritte spielen will, der muss irgendwie sich strukturieren und irgendwie einen klaren Plan haben von dem, was er machen will. Und ja, wir treffen uns regelmäßig außerhalb vom Proberaum und ackern dann halt auch Stunden, damit wir wissen, was wir machen. Come on, let's go take a walk. Be nice if you held my hand.
trying to explain us that our world once wasn't pain and that all so many died in vain at last in the burning flames of the great impact. Fighting for global peace and love, dying just to achieve one goal. The regime was remorselessly counter-revolutionary. They've been fighting for 7 years, we've been crying several tears in the midst of unnecessary cues by the military. You've got no clue. So eine Band plant und irgendwie aufbaut, inwieweit geht ihr davon aus, dass das Konzept funktioniert und dass ihr damit Geld verdienen könnt? Inwieweit hängt euer Herz auch eben an dieser, wie sagt man, finanziellen Entlohnung? Weil ich bin ja mit Musikern und Musikerinnen aus unterschiedlichen Gewerken zusammen und gerade die Jazzer, diese Berufsmusikerfraktion, die sagt, ey, ich spiele lieber gar nicht, anstatt dass ich mich ausbeuten lasse und ohne irgendeine Gage dafür zu kriegen, überhaupt Konzerte
mache. Wie, inwieweit lasst ihr euch sozusagen, oder inwieweit seid ihr erpressbar, Valentin, dass ihr sagt, Gigs ja und gibt halt keine Kohle, was soll's? Eigentlich machen wir es nicht wegen dem Geld. Wir machen es nicht, um irgendwie berühmt zu werden oder irgendwas hinterher zu jagen, sondern es ist die Suche nach dem guten Sound, das ist dieses Ausleben, dieses Selbstkennenlernen, Selbstfindung in der Musik, in dem Bandleben auch ganz stark. Also wir sind genauso wie du, also wir spielen lieber vor leerem Haus und ohne Gage, als uns da irgendwie für einen Rotz von Karren spannen zu lassen. Und ja, also das ist uns unser Ding, also Musik machen. Es geht nicht darum, irgendwas Materielles damit zu gewinnen, sondern das, was man dadurch lernt, wie man sich entwickelt dadurch. Das ist uns besonders wichtig eigentlich. Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Das war Firstborn Unicorn hier von Newcomer TV für den offenen Kanal und damit für eure Ohren und Augen bestimmt eine Band, die noch viel von sich hören lassen wird und die auf jeden Fall die nächsten Jahre hier auf den regionalen Bühnen und auch weit darüber hinaus unterwegs sein wird. Eine Band, die das auch tut und die mich wirklich total überrascht hat, ist Lucid Void. Das sind die Jungs, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ein Trio, ganz jung, also wirklich, ich glaube, die sind alle unter 20, kommen aus Alzenau, was für sich spricht, in der Nähe von Aschaffenburg, dem hinter Frankfurt Mekka der Musikszene, also der ganze Aschaffenburger Raum, kann man eigentlich sagen, brennt. Ja? Also wunderbare Bands, die es dort gibt. Und eben eine davon ist Lucid Void. Und die haben mich deswegen überrascht, weil die machen psychedelischen Stoner, Instrumentalmusik praktisch. Das heißt, sie kommen komplett ohne Gesang aus und haben einen Gitarristen, der so unglaublich schöne Sachen spielt und der so wahnsinnig sensibel seine Saiten streichelt. Einen Schlagzeuger, der unglaublich filigranes Zeug spielt mit seinen jungen Jahren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie alle drei sehr gute Musiklehrer haben und natürlich fantastische Gene, musikalische Gene, die es ihnen erlauben, in diesem Universum der Notenkunst wirklich total improvisativ unterwegs zu sein und einfach die unglaublichsten Dinge zusammenzukriegen innerhalb eines Songs, den sie vorher komponiert haben. Aber jeder Song erlaubt ihnen weite Strecken auch, erlaubt ihnen zu improvisieren als Band. We'll be right back.
Leute am Drum. Solo. Max, was sind eure Visionen für die Zukunft? Also wollt ihr das mit diesem Sound, Lucid Void, irgendwann mal Bundesliga spielen, wirklich davon leben, also das businessmäßig noch mehr nach vorne bringen? Was sind die Pläne der Band? Ja, also ich denke mal, unsere Pläne so sind nicht diese Mainstream, also jetzt Charts oder so. Das ist auch, glaube ich, gar nicht möglich, weil viele haben auch, also die ich sage jetzt mal, verstehen das auch nicht so wirklich, aber ich denke eher, dass wir so in die Stoner-Rock-Szene, dass wir da schon Fuß fassen können. Und auch der Sound, dass der da also ganz gut ankommt. Auch. Thank you.
von den kulturellen Wurzeln kommt ja diese Musik tatsächlich aus dem Underground, das heißt also aus der Hippie-Bewegung, das heißt Landkommunen, Gemüse selber anbauen, Viehzucht, alle wohnen zusammen irgendwie, alles Geld wird geteilt. Ist das ein Lebensmodell, was ihr euch vorstellen könnt, oder habt ihr was ganz anderes im Kopf? Ich persönlich finde das ein super Lebensmodell, also ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Kann sein, dass das auch irgendwie in unserer Musik sich so ein bisschen widerspiegelt. Ja. Schreibt uns doch mal, ja. Also einmal an newcomer.tv, ich glaube info@newcomertv.com, könnt ihr direkt an newcomer.tv schreiben. Ihr könnt auch auf Facebook auf newcomer.tv gehen und einfach ein paar Posts, also ich habe es gesehen, ich denke Steuergeldverschwendung, oder ihr sagt, wow, Wahnsinn, ich kenne auch eine Band, die passt da super rein, oder ihr sagt, ey, ich bin auch ein geiler Rockstar, habt ihr nicht mal Bock, mein neuestes Video zu zeigen? Alles das könnt ihr machen, oder ihr schreibt eine Mail an radio@virusmusik.de. Alles Weitere wird sich dann klären. Ich sage jetzt erstmal tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Seppel. Ciao.